Vor 4 Jahren regte Dr. Gustav Becker erstmals an, der ehemaligen Rektorin der einstigen Schlossoberschule in Elsterwerda eine breitere öffentliche Würdigung zuteilwerden zu lassen. Nun scheint sich der Wunsch des weit über die Grenzen der Stadt Elsterwerda hinaus bekannten ehemaligen Amtsarztes im Unruhestand zu erfüllen. Der eher unscheinbare Weg direkt neben dem Elsterschloss soll in Kürze nach ihr benannt werden. Der Schlüssel fürs Leben ist eigentlich erstmal das Elternhaus, aber dann doch die Vorbildwirkung der Lehrer, die Erziehung durch die Schule. Und Frau Schneider war eben eine solche Persönlichkeit, die ja auch durch die Schwere des Krieges gegangen ist und somit aufgrund ihrer Lebenserfahrung Vorbildwirkung zeigte. Aber auch sonst war sie eben eine ganz vorbildliche Lehrerin-Persönlichkeit. Sie war ja auch den humanistischen Idealen zutiefst verbunden und diese wollte sie uns dann als Orientierung fürs Leben vermitteln. Ermelinde Schneider war von 1949 bis 1958 Direktorin des heutigen Elsterschloss-Gymnasiums, damals Schlossoberschule Elsterwerda. Ihr verdankt die Schule unter anderem die bis heute bestehende Tradition der sogenannten Begrenzung der Abiturienten, welche es seit 1950 gibt. Im Juli 1958 quittierte sie eher unfreiwillig ihren Dienst. Politische Querelen und Intrigen gegen ihren Führungsstil veranlassten sie damals zu diesem Schritt. Ihr Sohn Dr. Hermann Schneider bezeichnete das Jahrzehnte später als eine Art zweite Vertreibung. Meine Mutter, und letztendlich empfinden wir das auch so, meine Mutter hatte gemeint, hier wieder eine zweite Heimat zu finden. Wir sind ja aus dem Böhmischen vertrieben worden. Und letztendlich war das auch hier für sie eine zweite Vertreibung. Wir haben es letztendlich auch so empfunden. Ne? Und ich komme natürlich immer dann mit gemischten Gefühlen hierher. Nach ihrem Abschied in Elsterwerda arbeitete Ermelinde Schneider als Dozentin und Lehrerin in Dresden. Im August 1976 ist sie verstorben. Dr. Gustav Becker, ehemaliger Schüler von Ermelinde Schneider, späterer Amtsarzt und heutiger Hobbyhistoriker, hat sich vor allem um die deutsch-polnische Aussöhnung sehr verdient gemacht. In den vergangenen Jahren überraschte er außerdem immer wieder mit beinahe fast schon vergessenen Geschichten rund um die Historie des Elsterschlosses. Sein Wunsch, den Lehrern dieser Einrichtung ein Denkmal zu setzen, wird sich nun erfüllen. Es wäre also schön, wenn wir Frau Schneider sozusagen stellvertretend ehren, würdigen könnten für die Vielzahl von Lehrern, die in Deutschland und hier insbesondere in Elsterwerda wirken. Elsterwerda nennt sich oft eine Schulstadt. Und so wären wir schon doch gut beraten, wenn wir also der Lehrer gedenken würden und die Arbeit der Lehrer würdigen könnten. Frau Schneider wäre dann sozusagen nur stellvertretend geehrt für die vielen Lehrer.